Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in einen ganz besonderen Adventskalender, und zwar hat Parfümerie Becker 4 Adventskalender rausgebracht. Die werdet ihr alle heute hier sehen, und das hier ist der Duftminiaturen-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der ist nicht ohne. Preistechnisch liegt der nämlich bei 199,99. Das geht echt ab wie ein Zäpfchen. Und ja, Nicole und ich vom Kanal Chiquitas Place, schaut gerne bei ihr für eine zweite Meinung vorbei, haben uns gedacht, dass es eine ganz coole Sache wäre, wenn wir euch die Adventskalender einfach mal vorstellen. Das heißt, ne, sie stellt jetzt auch heute genau mit mir immer zeitgleich die Videos online. Also wie gesagt, zweite Meinung findet ihr bei ihr. Was sie aber auch findet, ist, bei diesem Adventskalender haben wir uns was ganz Besonderes überlegt. Und zwar machen wir beide eine kleine, aber feine Verlosung. Und bei mir bekommt ihr einen kompletten Duftminiaturen-Adventskalender geschenkt. Und ja, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, denn das kann einer gewinnen, steht in der Infobox. Schau sehr, sehr gerne mal rein. Das heißt, es werden zum Teil auch Düfte hiervon drin sein können. Ich weiß es noch nicht, aber ich werde einen wunderschönen Adventskalender packen und dann auch verlosen. Und ja, ich glaube, das freut viele, weil das ist jetzt einfach so das Video, wo genau die Leute zuschauen, die sich über genau so einen Adventskalender freuen werden. Und ja, ne, ein Preis, es ist angegeben, aber ein Wert war nicht angegeben. Das wird aber ausgerechnet. Und weil die alle gleich aussehen, stelle ich einen einfach hier hinten hin und habe den anderen hier vor mir liegen und kann dann ganz entspannt mit euch zusammen durchgehen. Achso, und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega freuen, dich in meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise mitnehmen zu können. Und ja, genau. 1. Dezember, Leute. Ne? Wir sind alle super gespannt, was die hier reingepackt haben. Okay, es startet mit dem Paco Rabanne Fame. Hier haben wir auf jeden Fall ein süßes Täschchen. Das finde ich einfach ganz niedlich gemacht. Vielleicht haben wir hier auch den Duft dann drin. Ja, das ist halt keine Miniatur. Das ist halt schon ein Sprüher, ne? Also ich habe ihn selber da und ich mag ihn auch sehr, sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Das sind 10 Milliliter in dieser Fiole. Wie geil! Aber das ist für mich tatsächlich, wenn ich jetzt auch selber Adventskalender packe, safe eher so eine 6 oder sogar 24. Das ist ein super gefälliger Duft. Der hat auch was leicht Zitrisches dabei, aber auch eine etwas, ja, ich sag mal, wärmere Komponente. Ich glaube, was Vanilliges, ne? Ich mag den sehr gerne. Und ja, hier ist eine 1. Schauen wir mal, was wir am 2. Dezember hier erschnüffeln dürfen. Auch das ist ein Duft, den ich richtig gerne mag. Das ist so ein super gefälliger Duft, der auch was leicht Fruchtiges mit dabei hat. Das ist das My Way von Giorgio Armani als Eau de Parfum mit 7 Millilitern. Ein super toller Duft. Also ich weiß, dass viele den mögen, wenn ich den drauf habe. Ist es auch immer so, dass ich drauf angesprochen werde. Und hier haben wir die kleine Miniatur. Auch den habe ich in der Originalgröße schon da. Und ich glaube, viele freuen sich darüber. Das ist ein floraler Duft, aber nicht aufdringlich. Überhaupt kein Kopfschmerzduft. Super empfehlenswert. Dieser Adventskalender könnte vielleicht auch echt was sein für zum Beispiel Jenny von Jenny's Highlights, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Wobei die eher so in Nischen unterwegs ist. Hier haben wir das Gucci Guilty drin enthalten. Ein Eau de Parfum. Parfum. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Das ist uns öfters schon mal über den Weg gelaufen als Bodylotion oder so zum Beispiel in Adventskalendern. Und hier haben wir dann einmal das süße kleine Parfum als Miniatur. Miniaturen-Sammler sammeln ja auch wirklich die Miniaturen. Man kann das aber auch so machen, dass man quasi den Duft dann ja auch umfüllt, ne, in so eine Fiole, was auch immer, verlinke ich euch mal in der Infobox. Und dann quasi einfach das in so ein Setzkästchen stellt, dass man halt den Duft trotzdem verwendet. Das wäre ja so ein Schade drum. Ja, und der Gucci Guilty ist einfach eher so ein klassischer Duft, würde ich mal so sagen. Ja, das ist ein auch gefälliger Duft, aber vielleicht auch ein Duft, der so ein minimales Kopfschmerzpotenzial haben könnte. Hier haben wir übrigens eine riesige Nummer 4 und auch die ist in diesem Adventskalender sehr gut gefüllt. Guerlain Paris Aqua Allegoria Mandarin Basilic. Oh, 7,5 Milliliter haben wir hier drin. Das spricht mich auch total an, generell diese Guerlain-Düfte, ne? Da habe ich noch gar nicht so wirklich was von da, und das sieht immer so schön aus und so ansprechend und so schaut das aus. Wird dann wahrscheinlich auch eher so ein fruchtiger Duft sein. Den kenne ich jetzt so für mich persönlich noch nicht. Am Tag von Nikolaus erwartet uns auch wieder ein kleines Büchslein, aber ich glaube, wir alle mögen diese kleinen Produkte hier drin. Das Eau de Parfum Twilly Dermé Au Ginger. Oh, oh, da sind 7,5 Milliliter drin. Oh. Ich mag ja auch gerne diese Gingembre Rouge oder sowas, ne, von Roger Gallet. Und das hier ist halt wirklich so ein,
ja, leicht ingwermäßiger Duft dann auch mit dabei. Oh Gott, sieht der schön aus. Oh mein Gott. Ich glaube, ich rieche da mal dran. Ich bin jetzt mal so frech. Der hat aber auch eher was Zitrisches mit am Start. Ich glaube, das ist nicht ganz mein Duft. Aber der ist schon sehr, sehr besonders. Ich glaube, so eine Miniatur, die findet man auch nicht so häufig, ne? Also die haben jetzt hier nicht nur so das Lancôme La Vie Belle oder so reingepackt, sondern halt auch wirklich etwas speziellere Sachen, was ich sehr begrüße. Für 200 Euro fast ist es auch wirklich angebracht. Mal gucken, was wir jetzt an Nikolaus drin haben, dem 6. Dezember. Ja gut, das muss ich jetzt leider, nee doch nicht, muss ich doch nicht kritisieren. Es ist auch das Paco Rabanne Fame, aber das Intense. Da sind 4 Milliliter drin enthalten. Für die quasi das Paco Rabanne Fame etwas zugefällig rüberkommt, ist das hier nochmal eine Schippe drauf. Und hier haben wir auch eine wirklich süße Miniatur. Ja, das sieht natürlich allerliebst aus, ne? Wie cool ist das denn? Das wird dann auch so ähnlich riechen wie das Paco Rabanne, das Fame, was wir ja so kennen, aber halt dann nochmal in einer etwas intensiveren Art. Richtig süß. Der 7. Dezember. Oh, nochmal Hermès Parfum. Ein Eau de Parfum. Das ist das L'Ombre des Merveilles. Das sind 7,5 Milliliter. Wie wunderschön sieht das aus. Hier würde ich jetzt von der Verpackung her an einen eher aquatischen Duft denken. Vielleicht aber auch an einen pudrigen Duft. Oh, hier hat man, ach süß, das kannst du sogar als Schlüsselanhänger machen. Also hier hat man einmal die Miniatur mit dabei, ne? Und kannst du auch so hinstellen, wenn du willst. Und dann hat man hier auch noch so ein Bändchen. Hübsch. Mal schauen, ob die Nummer 8 jetzt auch macht, dass es kracht. Oha, das ist ein Duft, der hat Kopfschmerzpotenzial. Von Narciso Rodriguez ist es das Masque Noir Rose for Her, das Eau de Parfum mit 7,5 Millilitern. Ich mag sehr gerne die Düfte von Narciso Rodriguez, muss ich wirklich sagen. Da habe ich auch den einen oder anderen da. Sie sind aber schon echt eine Nummer für sich, ne? Das ist natürlich auch so in die rosige, pudrige Richtung und sehr, sehr intensiv. Ja, hat gekracht, ne? Würde ich mal so sagen. Auch in der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Duftendes, upsala, freuen. Huch. Oh, das finde ich auch, da ist mir irgendwas rausgefallen. Interessant, das Olympia habe ich ja von Paco Rabanne, aber das ist das Olympia Flora. 6 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Auch der normale Olympia-Duft ist meiner Meinung nach so ein bisschen, dass man sagen könnte, vielleicht ein leichter Hang zum Kopfschmerzduft. Aber das Flora, das spricht mich schon so lange an. Mal gucken, ob ich das jetzt mal kurz ein bisschen schnüffeln kann. Da hast du definitiv auch was Blumiges mit am Start. Was sehr, sehr Blumiges. Finde ich angenehm, aber vielleicht einen ganz kleinen Tick zu madammig. Was wir jetzt noch gar nicht so intensiv hatten, sind so gourmandige Düfte oder oh, so ein Kirschduft wäre auch schön, ne? Man darf ja noch träumen. So, mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Die ist nämlich jetzt auch direkt vor meiner Nase. H24 von Hermès. Herbs Vive oder Vive, keine Ahnung. Ein Eau de Parfum, sagt mir so gar nichts. 5 Milliliter. Hier würde ich auf einen eher grünen Duft tippen, wenn ich das so sehe. Das wird dann vielleicht auch so ein Stück weit an, keine Ahnung, Vetiver oder hier Bergamotte oder so angelehnt sein. Das ist ein Unisex-Duft, finde ich persönlich. Sehr, sehr grün, waldig. Ein bisschen Waldspaziergang, das muss man wirklich sagen. Aber stimmt, wer sagt denn, dass dieser Adventskalender nur für Frauen sein soll? Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl, ist leicht befüllt. Und hier haben wir Diesel Red, ein Eau de Parfum mit 10 Millilitern drin. Ich glaube, ich habe nach meinem Kirschduft gerufen und könnte ihn vielleicht hier finden. Ja, definitiv eher in die sportliche Richtung. Der hat aber auch so ein bisschen was Holziges gerade. Nicht fruchtig. Das würde ich nicht sagen. Also das ist eher ein Unisex-Duft. Wobei, hier kommt auch gerade was Florales. Ein leichter Saunaaufguss kommt mit. Riecht schon angenehm, aber würde ich jetzt nicht unbedingt an mir selber sehen. Halbzeit, der 12. Dezember. Und hier haben wir eine schwarze Verpackung drin. Dolce & Gabbana The Only One. Ein Eau de Parfum mit 7,5 Millilitern. Da bin ich sehr gespannt drauf. Es kommt mit seinem eigenen Ständer. Amorelli ist natürlich verlinkt und so schaut diese kleine, aber feine Miniatur aus. Also wie hübsch ist das bitte? Fruchtig. Oh. Den finde ich super angenehm. Den mag ich gerne. Oh. Aber halt auch ein bisschen madammig tatsächlich, muss ich gestehen. Aber das ist ein Duft, den ich persönlich an mir sehr gerne riechen würde. Ja, erste Halbzeit, erste Sahne, kannst du nichts sagen, ne? Also ich glaube, dieses Jahr hat Becker sich echt gedacht, meine Güte, ich hau hier einfach mal auf die Kapitiersgeschichte. Wahnsinn. 13. Dezember.
Ja, hier ist es ein Unisex-Adventskalender, hätte ich nicht gedacht. Burberry Hero, das Parfum mit 5 Millilitern, das hatte ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal in meinen Händen. Ist definitiv eher ein Duft, den ich in der Herrenfraktion sehen würde. Und er schaut einmal so aus. Der 14. Dezember. Oh, das habe ich selber schon. Das ist von Sisley, das Isia La Nuit, ein Eau de Parfum. Und hier sind auch 10 Milliliter, glaube ich, drin. Ha. Das hatte ich auch schon mal in einer Beauty.at-Box oder so mit drin enthalten. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Duft. Habe ich euch auch in meinem Parfümsammlungsvideo gezeigt. Der ist schon sehr, sehr derbe, aber ich mag den richtig gerne. Der ist nämlich wirklich auch so schwer und so, weiß ich nicht, holzig auch ein bisschen. Aber ich finde ihn an mir persönlich für einen Abendduft halt richtig nice. Das ist so ein Diva-Duft, würde ich sagen. Der 15. Dezember. Ja, jetzt so langsam summieren sich die männlichen Düfte hier. Terre d'Hermes, ein Eau de Toilette von Hermes mit 5 Millilitern. So schaut es einmal aus. Das wird dann wahrscheinlich auch sehr erdig riechen, sehr... Ich würde jetzt vermuten, dass das Ganze halt auch etwas waldig riecht und natürlich, so stelle ich mir das vor, wenn hier Terre d'Hermes steht. Oder die meinen damit, es ist die Welt von Hermes, also sind wir super edel Schwedel. Man weiß es nicht. Ich versuche euch ja die Duftkomposition hier einzublenden, was wahrscheinlich nicht ganz so leicht werden wird. Aber hey, ne? Kriegen wir schon irgendwie hin. So, der 16. Dezember ist hier in meinen Händen. Und mal gucken, ob er das Blatt wieder zu den Damen wenden wird. Nein, es ist das Versace Eros Eau de Toilette. 5 Milliliter, das habe ich letztens meinem Papa zum Geburtstag geschenkt. Mag ich sehr gerne. Ein schöner, würziger, aber auch leicht aquatischer Duft, den ich an ihm einfach sehr, sehr gerne mag. Und das ist eins der beliebtesten Parfums, Männerparfums, die es so gibt auf dem Markt. Ne? Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und hier haben wir von Gucci das Flora drin. Das habe ich in der pinken Variante mir gekauft. Das Eau de Parfum mit 5 Millilitern. Als ich tatsächlich mit Nicole und mit Melly am Flughafen war. Und dann sind wir so durch den Duty Free gegangen. Und ja, da habe ich mir das gekauft. Aber halt nicht das, sondern in der pinken Variante, weil ich das noch ein bisschen lieber mochte. Aber auch den Duft mochte ich sehr, sehr gerne. Ist wirklich ein schöner floraler Duft, der auch sehr, sehr gefällig ist. Und ich finde, das ist auch kein Kopfschmerzduft. Ich finde sogar, dass diese Gucci-Düfte ein Stück weit zurückhaltend beschrieben werden können. Ganz im Gegensatz zu dem hier, ne? Zu dem Guilty, der ist ja on your, in your face. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist der 18. Dezember. Oh, j'adore Dior. Eau de Parfum Infinissimi. Okay, 5 Milliliter. Oh, ich glaube, hier haben wir einen richtig schönen Flakon drin. Oh, 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 oh. Das ist natürlich cool, weil das ist ein richtig schöner Flakon. Guck dir das mal an. Und der ist hier so drin. Das finde ich mega ansprechend. Hier werde ich auch mal dran riechen. Nee, das mache ich nicht. Ich kriege das nicht gut ab. Ne? Und bevor ich jetzt hier irgendwie das halbe Parfum verschütte, das wäre schade drum. Hier gehe ich auch eher von so einem klassischen Duft aus und muss mir selber nochmal die Komposition dazu durchlesen. Der 19. Dezember. Oha, da haben wir echt einen reingepackt, der ganz genau hier reinpasst. Das Nomad von Chloé habe ich hier drin enthalten, ein Eau de Parfum Naturel 100%, sind hier natürlichen Ursprungs, das ist ja auch interessant, ne? 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Die Chloé-Düfte, die sind auch sehr basic unterwegs, würde ich mal so sagen, aber ich finde sie ansprechend. Ich habe auch einen da, ne? Aber hier wollte ich auch mal dran riechen. Nee, ja, also es ist ein klassischer Duft, aber für mich hat der, glaube ich, zu hohes Kopfschmerzpotenzial. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ne? Also manche Düfte haben das, dass die das ja mitbringen. Habt ihr da Erfahrung mit, an welchen Duftkomponenten das liegen könnte? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das fände ich super interessant zu erfahren. Denn so kann man dann auch in der Zukunft besser seine Düfte auswählen. Hier habe ich den 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Hier haben wir ein Eau de Toilette Intense drin. Und zwar von Issey Miyake, das L'Eau de Say Pour Homme mit Vetiver. Das wäre so gar nicht mein Duft. 4 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und ja, Vetiver ist, glaube ich, auch mehr so in die zitrische Richtung, ne? Genau, hier haben wir keine Miniatur drin, sondern halt so ein Sprayer. Der 21. Dezember.
Ah, den habe ich auch schon. Da habe ich auch schon. Da habe ich eine Probe von letztens irgendwo drin gehabt. Die muss ich mir nochmal raussuchen. Von Guerlain Paris ist das das La Petite Robe Noire, also quasi das kleine Schwarze. Ne? Ein Eau de Parfum Intense mit 5 Millilitern. Ich glaube, hier erwartet uns ein wunderschöner Flakon. Jo, das ist natürlich sehr, 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 sehr nice. Ne? Und das ist halt auch ein Abendduft. Und der wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwerer riechen. Wie süß. Boah, nicht nur ein bisschen schwerer. Der ist wirklich intens. Also da weiß ich nicht, ob ich den auch mögen würde. Das ist ein klassischer Duft, würde ich sagen. Also so ein klassischer Parfumduft, ne? Wie man das halt so kennt. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Es macht Spaß, sich hier wirklich durchzuschnuppern, aber ich muss gestehen, es ist schon anstrengend so ein bisschen, ne? Wenn man halt auch immer wieder so sein Duftgehirn anstellen muss. Wow. Ich hätte mir hier Kaffee mit hochstellen sollen, das neutralisiert dann immer so ein bisschen. Coco Mademoiselle von Chanel, das Eau de Parfum mit 1,5 Milliliter. Das ist eine winzig kleine Größe, aber das hat natürlich auch seinen Wert. Und auch da haben wir einen eher klassischen Duft drin und ich glaube, das ist wirklich einfach niedlich, ne? Das ist richtig süß. Das ist hier so... Ach Mensch, einfach nochmal so eine Miniatur von einer Miniatur. Der 23. Dezember, der Tag vor Heiligabend. Da schauen wir mal, was der Adventskalender sich hier überlegt hat. Oh, fühlt sich das schön an. Das ist der Duft von meiner Mama, den verwendet die aktuell. Von Dolce & Gabbana ist es das Light Blue Eau de Toilette mit 4,5 Millilitern. Und das ist in einer richtig schönen, samtigen Pappschachtel drin. Und das ist so süß. Das ist hier drin. Genau, das ist ein sehr, sehr schöner aquatischer Duft, den ich natürlich jetzt mit einem Lächeln ansehen kann, weil meine Mama den verwendet und ich mag den sehr, sehr gerne. Hat aber auch ein bisschen was Florales mit dabei. Ich finde das einfach für mich, einfach weil Mama das trägt, das ist ein Herzensduft. Ne? Ich bin wirklich gespannt, was wir jetzt am 24. Dezember hier im Adventskalender finden werden. Haben wir eine wirkliche Miniatur hier drin oder ist das wieder wie an der 1, dass wir so einen Sprayer am Start hätten? Das würde ich persönlich ja mehr feiern. Es ist auf jeden Fall nicht leicht. Oh Gott, hier ist mehreres drin. Also hier sind zwei Sachen drin enthalten. Oh, ein Duft, den ich habe, den ich sehr gerne mag. Der ist klassisch, aber er hat auch eine leicht süßliche Komponente mit dabei. Dolce & Gabbana, das ist das Devotion Eau de Parfum mit 5 Millilitern. Und hier steht es auch hinten drauf, dass das kandierter Zitrus ist, also kandierte Zitrone, Orangenblüte und Vanille. Ne? Also ich mag den Duft sehr, sehr gerne. Ich mag ihn aber auch nicht immer tragen, bin ich ehrlich. Und das ist natürlich etwas total Abgefahrenes. Den hier mal so mit drin zu haben, das ist was richtig Besonderes. Den habe ich, glaube ich, noch nie in so einer Miniaturform gesehen. Und dann habe ich hier von Tom Ford etwas drin, weil natürlich soll dieser Adventskalender sich ja sowohl an Männer als auch Frauen wenden oder halt von einem Paar geöffnet werden. Tom Ford Black Orchid, das Eau de Parfum mit 4 Millilitern, wobei man da auch sagen kann, dass die Tom Ford Düfte wirklich sehr, sehr unisex unterwegs sind und das finde ich aber richtig nice, dass sie den hier reingepackt haben. Sackenteuer das Ding, ich sag es euch, das ist ja mal sowas von abgefahren. Ich muss da mal kurz dran riechen, weil den habe ich noch nie gerochen. Huh, der haut mich ja von den Socken. Hä? Das ist ein sehr verwirrender, aber sehr geiler Duft. Also das ist ein Duft, den hätte, glaube ich, mein Papa damals getragen, als der noch in seinem Job so war und dann vielleicht so ein ganz, ganz wichtiges Geschäftsessen mit super krassen Menschen gehabt hätte. Ich glaube, das wäre sein Duft gewesen. Was ein Adventskalender. Also das muss man wirklich sagen. Leute, die diese Parfümminiaturen lieben, werden diesen Adventskalender feiern. Gar keine Frage. Ein paar davon sind sogar zum Sprühen, was ich persönlich gut finde, aber was, glaube ich, die Parfümminiaturen-Sammler nicht so geil finden. Und wie gesagt, wenn man halt sich hierzu irgendwie noch so ein Aufbewahrungsding oder so einen Sprüher holt, das ist nur eine Empfehlung. Ne? Das würde ich persönlich so machen, wenn ich sowas sammeln würde. Und ich finde es einfach krass, dass die so einen Adventskalender rausgebracht haben. Der hat seinen Preis, aber er hat auch seinen Wert. Und ich glaube, dass viele den richtig geil finden und dass das ein mega gutes, verlängertes Weihnachtsgeschenk quasi ist. Wie findet ihr den Adventskalender? Also ich glaube, viele werden jetzt auch sagen, oh Mensch, ich hätte mir echt gefreut, dass ich mir den nicht mit einem Mann hätte teilen müssen. Oder ich bin Single, ich möchte nicht unbedingt, dass da Männer- und Frauendüfte drin sind. Das ist nämlich immer so diese kleine Problematik, die ich persönlich sehe. Trotzdem haben wir hier einen richtig krassen Adventskalender. Das darf man echt nicht vergessen, ne? Also meine Meinung. Ihr Lieben, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Denkt an die Verlosung, alles dazu in der Infobox und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.